Eine neue Ausgabe der NASCAR University. Mein Name ist Pete Fink und wir sind jetzt mal behind the scenes mit Tyler Ingram bei DJR Crossley bei den NASCAR Trucks. Wir dürfen ein bisschen mit über die Schulter gucken bei seinem Debüt in Martinsville. 2019 Rookie Meeting. Er ist gerade mal vor ein paar Wochen 18 Jahre alt geworden, der Tyler Ingram. Nachwuchspilot aus Kalifornien. 38 Autos sind's. Zach Bramaran, der Manager, der General Manager der NASCAR Trucks beim Rookie Meeting. Heute freies Training, morgen dann Qualifikation und Rennen. Und wir machen die Rookie Rides im Pace Car für euch, sagt er. Gruppenqualifying. Die Top 12 Trucks dann in der dritten Runde. Übliche Qualifikationsprozedere. Wetter soll gut sein, sagt er. Und wir hoffen darauf, dass jeder von euch eine faire Chance bekommt, ins Rennen zu kommen. Brad Moffitt ist der Pilot, der die Rookies rumführt. Hier haben wir ihn. Der amtierende NASCAR Champion. Jeder der Rookies wird also vom Champion rumgefahren. Du brauchst ungefähr 10 Runden, bis deine Reifen auf optimaler Temperatur sind, meint er. Geht dann natürlich auch um das Thema Bremsverhalten, Nase tief. Truck muss hier gut einlenken in Martinsville. Linienwahl. Ich habe mal viele Daten angeguckt von den Top-Jungs, die hier sich hineinrollen lassen, erst hart bremsen, dann Bremse lösen. Und hier aufpassen, Boxeneinfahrt, fahr nicht zu schnell, don't overdrive the corner. Jetzt sind wir mal in der Garage bei den NASCAR Trucks, da wird eingestellt. Und das ist hier ein ganz, ganz erfahrener Haudegen, Kevin Bonormanian. Früher bei Dale Earnhardt Incorporated an der Startnummer 1, Crewchief unter anderem bei Martin Truex Jr., Jamie McMurray. Der kümmert sich jetzt um Tyler Ingram, den hat sich David Gilliland gekrallt. Und er kennt ihn, sagt er schon, aus der K&N East aus dem Jahr 2018. Weiß also, was auf ihn zukommt. Tyler Ingram, 18 Jahre alt, aus San Bernardino, Kalifornien. Titelverteidiger in der K&N East Series fährt er natürlich nicht mehr. So unterschiedlich, meint er, ist es gar nicht von der K&N East zu den Trucks. Zwei Rennen hat er ebenfalls schon auf dem Buckel bei den NASCAR Trucks 2018. Einmal Martinsville, einmal Phoenix und da wurde er Sechster im zweiten Rennen. Klar ist es alles ein bisschen anders im zweiten Anlauf hier in Martinsville. Aber ich freue mich drauf. Erstes Training. Good drive off right there. Da haben wir seinen Spotter. Beat the boss. First step. Erstes Training und gleich die Bestzeit, schneller sogar als David Gilliland. Tolles Ergebnis. I'm just ready for second practice now. I want to get this thing underway. Jetzt freue ich mich natürlich drauf auf das zweite Training. Jetzt will ich loslegen. Jetzt bin ich richtig motiviert. Und dann natürlich Sirius XM Radio. Sofort gleich ein Interview live mit Tyler Ingram. Danke, dass du bei uns bist. Wie geht's dir? Viel besser war das Training, als ich eigentlich erwartete. Bin fast sprachlos. Ich komme aus Kalifornien, komme aus der K&N East Series und plötzlich fahre ich mit den Jungs, Kyle Busch ist ja auch dabei, von denen ich eigentlich Fan bin. Und auf der Strecke bin ich immer noch ein kleiner Fan. Da kommt der Kollege hier, David Gilliland. Bin lange schon ein Fan von ihm, sagt der Kollege. Konntest du von seiner Erfahrung so ein bisschen profitieren? Na klar konnte ich das. Konnten auch einiges miteinander besprechen. Viel Glück also für die 17. Bei deinem Saisondebüt, wie gesagt, vor ein paar Wochen ist er, Tyler Ingram, 18 Jahre alt geworden. Gotta get a good bowl of chow in my stomach.
And we're gonna go set tomorrow with a bang. Mal schauen, wie es meinem Magen morgen geht. Morgen wird's ernst. Morgen geht's richtig rund. Hey guys, take two at Martinsville. Tag 2 in Martinsville. Qualifying und Rennen stehen jetzt an. Heute ist also jede Menge los. Autogrammstunde, das gehört dazu. Wir sehen, der junge Mann ist ein Linkshänder. Ähnlich wie Dale Earnhardt Jr. Alle fragen, wer bist du denn? Bist du Tyler Ingram? Wer ist Tyler Ingram? 10 Runden hat er so ein bisschen Zeit, meint Kevin Bonomanian, bis er sich so ein bisschen eingegroovt hat. Und dann erwarte ich von ihm eigentlich, dass er mir gute Rundenzeiten liefert. Danach schauen wir mal, was passiert. Interview bei den Kollegen von Fox gehört dazu. To be honest, I really don't quite know. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich so schnell war im Training. Zweites Training lief ein bisschen schlechter. Aber ich glaube schon, dass unsere Pace in Ordnung ist. Bin nicht ganz so nervös, wie ich dachte. Ich will einfach nur zeigen, was ich kann. Dann sind wir natürlich in der Qualifikation. Dann sieht er mal die Realität des Truck-Lebens. Eine Zehntel langsamer ist er als Leader Brad Moffitt. Und was ist das für eine Position? 14. Eine Zehntel zwischen 1 und 14. Aber er hat uns trotzdem überzeugt. Er zeigt Speed, er ist bei der Musik. Ein weiser alter Crew-Chief hat mal zu mir gesagt, du musst das Rennen mit demselben Kühlwasser beenden, mit dem du es begonnen hast. Darum geht es hier in Martin. Das geht's auch. In Daytona Talladega darum, das ist dann ein erfolgreicher Tag und das werden wir heute versuchen umzusetzen und natürlich versuchen, jede Menge zu lernen. Jetzt darf man mal reinschnuppern, liebe Zuschauer, im Driver Crew Chief Meeting vor dem Rennen. Natürlich wird da erstmal die Leute begrüßt. Jedem wird gewünscht, dass er ein schönes Rennen haben sollte. Und dann geht's dann in Richtung Monitore. Das läuft alles via Bildschirm. Und Tyler Ingram sagt, ja, ich habe auf diesen Moment Monate um Monate gewartet. Plötzlich Clint Bowyer, Chase Elliott, Kyle Busch, alle zum Greifen nah. Hab nicht damit gerechnet, dass es sich so schnell entwickelt hier. Aber jetzt bin ich bereit, jetzt will ich rausfahren. Natürlich, meine Familie ist dabei. Mama, Papa. Die haben mir auch viel geholfen in Sachen Sponsoring. Sind viele gekommen, viele gegangen. Hoffentlich sind wir einige der Comers, sagt er. Der Tyler Ingram, ich will mich hier etablieren. Wir haben natürlich viel Arbeit. 14. Startplatz, aber wird schon nach vorne gehen und dann geht's los. Da war ihn die 17. Hier fährt er gegen Austin Dillon in der 8. Im Vergleich auch zu 51 mit Kyle Busch am Steuer. Also genau darum geht's ja in der NASCAR Truck Series. Da fährst du plötzlich Door-to-Door gegen einen Austin Dillon, gegen einen Kyle Busch. Und natürlich auch die Übung, Boxenstops. Und dann eben die Warnung vom Crew-Chief, lass dich hier nicht frustrieren, je mehr du den Ärger hochkommen lässt, desto langsamer wirst du. Also bleib ruhig, Junge, und dann wird alles gut werden. Wir haben noch 100 Runden zu fahren. Die werden dich angreifen, die werden dich berühren, die werden mit dir Katz und Maus spielen, aber bleib cool. At Martinsville. Zweikampf dann zwischen Tyler Ingram und Sheldon Creed, zwei Rookies. A lot of young, good young talent out here. Ja, da kriegt er wieder eine mit, der Tyler Ingram, aber das ist eben dieses Kontaktfahren auf einem Short Track in der NASCAR. Da muss er sich dran gewöhnen, da muss er sich eingerufen. Die 46 vor dir, die ist langsamer, die schaffst du noch. Dann sehen wir die Zielflagge für die 51 und da sitzt ein gewisser Kyle Busch drin. Und Tyler Ingram wird am Ende dieses Martinsville Sonntags in seinem ersten Saisonstart immerhin 19. Zu Beginn war er unglaublich schlecht. Es war eine Enttäuschung.
I left a lot out there on the table. Aber auch relativ viel liegen lassen. Dann haben mich die Leute gepusht und ich habe einfach nicht genügend zurückgepusht. Das wird mir nicht nochmal passieren. Jetzt geht's nach Texas. Und hoffentlich geht's dann besser. Dankeschön, dass ihr mich begleitet habt. Und wir sagen, lieber Tyler Ingram, Dankeschön, dass wir dich begleiten durften.